Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge über exakte Differentialgleichung. Und ich habe nochmal aufgeschrieben, wo wir stehen geblieben waren. Also wir hatten eine Differentialgleichung dieser Form hier. Also eine Funktion m von xy plus n von xy mal y' gleich 0. Und dann hatten wir festgestellt, dass es in bestimmten Umständen eine Potentialfunktion geben kann, sodass also die Lösungskurven der Differentialgleichung den Äquipotentialkurven entsprechen. Das heißt also, dass auf den Lösungskurven der Differentialgleichung das Potential Phi konstant ist, also konstant auf Lösungen. Und also wir haben gesehen, also wenn es so ein Potential gibt, dann muss m die Ableitung von dem Potential Psi nach x sein und n die Ableitung von dem Potential Psi nach y. Und also dann ist auf alle Fälle die Ableitung von m nach y gleich der Ableitung von n nach y, denn beides ist praktisch die Ableitung von Psi, einmal in der Reihenfolge erst nach x und dann nach y, beziehungsweise Psi erst nach y, dann nach x. Und jetzt habe ich am Schluss, ganz am Schluss letztes Mal gesagt, dass also diese Bedingung auch schon genügt, wenn diese Bedingung für m und n erfüllt ist und der Definitionsbereich von x und y kein Loch aufweist, dann gibt es tatsächlich ein Potential Psi. Also diese Bedingung ist notwendig und sie ist auch hinreichend, solange der Definitionsbereich kein Loch enthält. Okay, jetzt noch ein paar Beispiele, die uns noch ein bisschen was zeigen werden über die Potentialfunktion und was das eigentlich jetzt genau bedeutet, eine exakte Differentialgleichung zu haben. Also zunächst mal, also die Potentiale oder die Idee mit den Potentialen kommt ganz sicher aus der Physik. Also dort hat man sehr oft irgendwie Kräftefelder und die entsprechenden Potentialen. Also zum Beispiel eine Sache, die dort vorkommt, ist eben das Gravitationspotential. Potential. Und ja, das ist, wenn ich einen Planeten habe, kann ich zum Beispiel betrachten, jetzt in einem bestimmten, also malen wir mal, um die gleiche Situation zu haben, hier eine Ebene ein, XY-Ebene. Und wenn ich jetzt irgendeinen Punkt hier betrachte im Abstand R, also R ist der Radius, dann kommt diesem Punkt hier, da wirkt jetzt die Gravitationskraft drauf und das kann man ausdrücken durch ein Gravitationspotential, was die potenzielle Energie beschreibt, die ein Objekt, das hier in diesem Abstand sich aufhält, hat. Und die potenzielle Energie in so einem Gravitationsfeld ist gleich minus Gravitationskonstante g mal Masse m dieses Körpers, das ist die Masse dieses Körpers, durch den Radius. Also r, hier ist der Punkt xy und r ist der Abstand, den dieser Punkt von dem Planeten hat. Ja, hier habe ich jetzt mal aus dem Internet das Gravitationspotential einer homogenen Kugel rausgesucht. Also wenn dieser Planet hier homogen ist, dann würde sein Gravitationspotential ungefähr so aussehen. Jetzt kann man natürlich einwenden, dass das gar nicht sein kann, denn diese Formel, die gilt sicherlich nicht, also die gilt nicht innerhalb der Kugel. Also wenn diese Kugel Radius R hat, also Radius groß R,
dann gilt diese Formel für R größer R. Und für den inneren Bereich gilt eine andere Formel, denn sonst könnte im inneren Bereich das Potenzial nicht so aussehen. Ja, und jetzt möchte ich zum Abschluss nochmal eine ähnliche Differentialgleichung betrachten, wie das Gravitationspotential, aber etwas einfacher. Wir betrachten jetzt nochmal die Kreise um den Nullpunkt. Die haben die Formel x² plus y² gleich Konstante c. Und dafür, wenn man sich erinnert, hatten wir in der ersten Folge über Differentialgleichungen die Differentialgleichung hergeleitet. Und das war, also daraus kann man herleiten, die Differentialgleichung für die Kreise sind x plus y mal y' gleich 0. Okay, was sieht man? Also diese Differentialgleichung, das ist natürlich eine sehr einfache Differentialgleichung. Und also die ist sowohl, kann man, ist das praktisch separierbar? Denn in dem Teil kommt nur x vor, in dem nur y. Und außerdem ist es auch exakt. Denn wenn ich das nach dy ableite, also d nach dy, ergibt hier 0. Und wenn ich das hier nach dx ableite, d nach dx, von dieser Funktion ist ebenfalls 0. Also, man kann eigentlich allgemeiner feststellen, wenn eine Differentialgleichung separierbar ist, das war ja gerade die Bedingung, dass ich sie schreiben kann als eine Summe von etwas, das nur von x abhängt und auf der anderen Seite der Gleichung eine Summe, die nur von y abhängt, mal der Ableitung y', dann ist sie auch exakt. Also wenn sie separierbar ist, ist sie auch exakt. Okay, was ist dann hier das Potenzial? Also klar, man ahnt es schon. Also das Potenzial Psi von xy ist gleich x² plus y². Und jetzt können wir uns die Potentialfunktion aufzeichnen. Also es ist eigentlich gleich der Radius zum Quadrat des Kreises, der Radius des Kreises. Also gucken wir uns das mal an. Ich zeichne hier mal. Also das ist die y-Achse und die x-Achse. Und jetzt habe ich hier einen Punkt, xy. Und dann ist das hier der Radius, r, der Abstand vom Nullpunkt. Und ja, also bezüglich des Radius verhält sich das Potential quadratisch. Das heißt, es ist dann so eine Parabel. Es geht dann irgendwie so hoch, die Potentialfunktion. Und ansonsten ist es wieder so ein Topf wie hier oben. Also das ist das Potential Psi. So, und jetzt kann ich so einen Punkt in der Ebene, also zeichne ich hier nochmal einen Punkt in der Ebene ein. Der hat ja eine x- und eine y-Koordinate. Also hier ist die x-Koordinate, hier ist die y-Koordinate. Und das kann ich auch als Vektor auffassen, sowas x, y. Also, das wäre dann dieser Vektor. Der geht ein Stück in die x-Richtung, wie die x-Komponente angibt, und ein Stück in die y-Richtung, wie die y-Komponente angibt. Und jedem Vektor ordne ich jetzt einen Wert zu, eben dieses Potential, also Psi von x, y. Und jetzt kann ich mich fragen, in welche Richtung passiert der steilste Anstieg von Psi? Und das ist der Gradient, das gibt der Gradient von Psi an, das ist wieder ein Vektor. Gradient von Psi. Und das ist eben gerade dieser Vektor, Psi nach x abgeleitet und Psi nach y abgeleitet. Also setzen wir das mal ein. Also das ist hier eine exakte Differentialgleichung. Also das ist Psi nach x abgeleitet und das ist Psi nach y abgeleitet, dann ist dieser Gradientenvektor also x, y. Okay, und genauso kann ich jetzt den Tangentialvektor an die Kurve, an die Lösungskurve bestimmen. Das
Also die Lösungskurve, da wird x abgebildet auf den Vektor x, y von x. Und wenn ich das jetzt auch wieder partiell ableite, dann bekomme ich praktisch den Tangentialvektor. Und das heißt den Gradienten an die Lösungskurve. Und das ist dann ja die obere Komponente abgeleitet ergibt 1 und die untere ergibt Y Strich. Und das ist praktisch der Tangentenvektor. Und wenn eine Differentialgleichung exakt ist, dann bedeutet das eben, ich kann sie schreiben als ein Potential und dann davon die Ableitung nach x plus Psi y mal y Strich gleich 0. Und das ist der Gradienten, das Skalarprodukt des Gradientenvektors von Psi multipliziert mit diesem Vektor 1 durch y Strich, 1 über y Strich, also das Skalarprodukt davon. Und das ist eben 0. Und das bedeutet, das hier ist aber nichts anderes als der Tangentenvektor an die Kurve, an die Lösungskurve. Und das bedeutet praktisch, dass der Tangentenvektor und der Gradient des Potentials überall senkrecht stehen. Schauen wir uns das nochmal kurz am Beispiel an. Also hier bei der Kreisgleichung, bei dem Kreispotential sozusagen, da ist es ganz klar, dass der Gradient eben ja einfach vom Mittelpunkt nach außen zeigt. Und ja, der Tangentialvektor an so einen Kreis, also die Lösungskurven hier sind ja Kreise, die sehen dann irgendwie so aus. Und also der Tangentialvektor hier an diese Kurve, der geht so, steht also tatsächlich senkrecht. Also in der geometrischen Deutung können wir jetzt sagen, also dass eine Differentialgleichung exakt ist, bedeutet, dass es ein Potential Psi gibt, sodass die Lösungskurven der Differentialgleichung also senkrecht zum Gradienten dieses Potentials stehen. Damit sind wir am Schluss und beim nächsten Mal werden wir uns dann kompliziertere Beispiele anschauen und die einfach durchrechnen. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal.